Länderspielpause ist vorbei. Ostern ist vorbei. Es ist zum ersten Mal, seitdem wir uns daran erinnern können, in der Ära Gert-Jan Verbeek vorgekommen, dass der euch 3 Tage am Stück freigegeben hat während einer laufenden Saison. Wart ihr positiv überrascht von der Maßnahme? Überrascht nicht, weil wir wussten relativ zeitig Bescheid. Also haben wir, ich glaube, schon 1,5 Monate vorher gewusst, dass es so ist. Aber Trainer ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er hart trainiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn wir mal die Chance haben, dass er uns auch immer genügend freie Tage gibt. Wie hast du die Zeit genutzt, die freien Tage? Ich war zu Hause bei meinen Eltern. Meine Eltern haben sich gewünscht, dass wir Ostern mal wieder alle zusammen feiern, und deswegen bin ich dann nach Hause geflogen. Letzte Heimspiel gegen Greuther Fürth, mal wieder ein spektakuläres Spiel auf jeden Fall. Etwas, das die Zuschauer letzten Endes auch wieder von den Sitzen gerissen hat. Sehr, sehr hitzig wurde es dann auch noch in den letzten Minuten, was dann auch wiederum Auswirkungen hat für das Spiel in Leipzig. Mehr oder weniger stellt sich ja momentan unser Kader selbst auf, dank der Sperren von Pernille Mlapper und Tim Hoogland. Aber ihr seid guter Dinge, dass da in Leipzig was geht? Erstmal dazu, ich glaube nicht, dass sich unser Kader von alleine aufstellt. Wir haben genügend gute Spieler. Klar, Pini ist ein wichtiger Bestandteil und auch Hogi. Die werden uns leider fehlen für Leipzig, aber wir haben eine tolle Mannschaft. Wir haben jetzt auch die Tage über gut trainiert. Und ja, wir freuen uns drauf. Wird ein tolles Spiel. Leipzig muss unbedingt gewinnen. Von dem her ist auch relativ viel Brisanz drin. Wir haben eine Serie ohne Niederlagen. Ich denke, wird ein tolles Spiel und zwei Mannschaften, die dafür eigentlich bekannt sind, Fußball zu spielen. Das hat man auch im Hinspiel schon gesehen, dass Leipzig dann am Ende sehr glücklich, wie ich fand, mit 1-0 gewonnen hat. Der Sabitzer weiß wahrscheinlich heute nicht, wie die Flanke, die so gedacht war, dann doch nur im Knick gelandet ist. Was habt ihr euch fürs Rückspiel vorgenommen oder wie geht ihr in die Partie? Ja, Hinspiel, denke ich, war ein gutes Spiel, war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. War mit Düsseldorf interessanterweise, auch wenn es sich komisch anhört, weil sie unten drin stehen, aber mit Düsseldorf die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Und ja, Leipzig hat enorm viel Qualität, Leipzig hat enorm viel getan in den letzten Jahren, Umfeld, dann das Leistungszentrum, das sie hingebaut haben, schon unglaublich, haben hohe finanzielle Mittel und deswegen auch tolle Spieler bekommen vor der Saison. Eine gute Mannschaft auch, der Ralf Rangnick macht das gut, ist ja dafür bekannt, dass er gerade mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann. Und ja, deswegen wird das auch wieder so wie hier ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich hoffe auch wieder ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht sind wir sogar ein bisschen besser dieses Mal. Wer weiß, aber ich denke, das ist ja das, was wir wollen als Fußballspieler, gegen Mannschaften zu spielen wie Leipzig, die enorm viel Qualität haben und auch oben stehen. Zurecht. Glaubst du, dass es im Gegensatz zur Hinrunde vielleicht sogar ein Ticken einfacher wird? Nicht nur, weil Leipzig halt, weil es ein Heimspiel ist, ein bisschen mehr unter Druck steht, sondern auch, weil nach der Hinrunde hatte man nicht den Eindruck, Leipzig wird überhaupt noch irgendwelche Federn lassen können. Und auf einmal, siehe da, wir sind jetzt Anfang April, sind die auf einmal nur noch Tabellenzweiter. Freiburg hat punktemäßig aufgeholt und Nürnberg sitzt denen auch direkt im Nacken. Meinst du, das hat von der mentalen Seite her irgendwelche Auswirkungen? Ja, als erstes, glaube ich, muss man dazu sagen, dass es in der zweiten Liga sehr schwer ist, Fußball zu spielen. Es gibt so viele Mannschaften, die wollen nur hinten drin stehen und dann auf Konter lauern oder sind dann mit ihrer physischen Stärke bei Standardsituationen gefährlich. Und ja, das hat Leipzig dann auch irgendwann mal zu spüren bekommen, dass sie auch mal Spiele verlieren können, obwohl sie besser sind. So, das ging uns ja auch öfters so. Und dann bist du erster Platz lange Zeit, sieht eigentlich so aus, als wärst du durch und ruckzuck ist Nürnberg auf 3 Punkte dran. Und wenn sie gegen uns verlieren und Nürnberg gewinnt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Torverhältnis ist, bei beiden, dann kann Leipzig auch schon wieder auf dem dritten Platz sein. Und der leider nur für die Relegation berechtigt ist, gibt es ja nicht mehr so wie früher, dass alle drei Mannschaften direkt aufsteigen. Und ja, deswegen hat Leipzig sehr, sehr viel zu verlieren gegen uns. Und habe es ja gerade vorher schon gesagt, das macht das Spiel auch noch ein bisschen interessanter und für uns Fußballspieler natürlich schöner.
Was auch noch auffällig ist, ist vor der Partie unsere wiedergewonnene Stärke. Das heißt, wir sind seit 11 Spielen mittlerweile unbesiegt. Auch wenn es, klar, muss man dazu sagen, gegen Fürth, gegen Bielefeld, zwar immer auf den letzten Drücker noch so klappte, aber immerhin, es hat geklappt. Was sind denn für dich da für die ausschlaggebenden Gründe, dass das so ist, dass wir 5 Siege und 6 Unentschieden jetzt am Stück einfahren konnten? Naja, da muss ich mich ein bisschen vorsichtig ausdrücken, nicht, dass man mich dann falsch versteht, aber ja, wir haben seit 11 Spielen nicht verloren, das stimmt, aber wir hätten auch gern mehr Punkte gehabt. Mhm. Mir wäre es auch lieber gewesen, wir hätten mal ein Spiel verloren und dafür 2 andere Unentschieden gewonnen. So ist leider nicht so. Ich meine, es ist auch eine Qualität, dass man seit 11 Spielen ungeschlagen ist, definitiv. Wollen wir natürlich auch so beibehalten am Wochenende gegen Leipzig, auch wenn es sehr schwierig wird. Gründe dafür sind, habe ich ja vorher schon erwähnt, dass die Mannschaft ziemlich gut ist, dass wir defensiv eigentlich auch besser sind, obwohl wir jetzt 2 Tore bekommen haben, aber wenn dann ein Tor davon so ein Sonntagsschuss ist und wir dann, und das war so unser Problem in den letzten Spielen, dann immer anrennen und Druck machen und Fußball spielen und natürlich, ja, wir sind überlegen und dominant im Spiel, aber es reicht dann am Ende immer nur für ein Unentschieden und das ist dann für uns in der Situation, in der wir uns befunden haben und noch befinden, zu wenig. Mhm. Schlusswort soll dann den Gastgebern vom Samstag gehören. Was macht das Leipziger Spiel so außergewöhnlich? Außer, dass sie, das hat der Trainer in der Pressekonferenz schon erwähnt, dass sie zum Beispiel in athletischen Dingen der Liga doch schon einen Schritt voraus sind? Ja, ich denke, das ist deren großes Plus. Ich glaube, es läuft keine Mannschaft so viel wie Leipzig. Mhm. In der 2. Bundesliga. Sie sind bestückt mit unglaublich guten Einzelspielern, wie ob es Pausen ist vorne oder Selke. Ist auch egal, wer aufläuft. Beide enorm viel Qualität. Forsberg, Weltklasse-Saison, wirklich super, super Spieler. Ja, natürlich. Leipzig hat sehr viel Qualität. Darüber hinaus haben sie einen Trainer, der es gut zusammenfügt, finde ich, mit Ralf Rangnick. Und ja, das ist für keine Mannschaft einfach, gegen Leipzig zu spielen. Definitiv nicht. Wir probieren es trotzdem und wir fahren mit 3 Punkten im Gepäck wieder nach Hause. Unbedingt.